Seid ihr bereit für einen richtigen Dampfhammer? Hier kommt der BMW E60 M5. Okay Leute, fangen wir mal mit dem Äußerlichen vom Fahrzeug an. Zum Beispiel, was sind die Unterschiede zu einem normalen E60? An der Front erkennt ihr zum Beispiel einen BMW M5 an der Frontschürze. Der hat zum Beispiel keine Nebelscheinwerfer, sondern einfache Lufteinlässe, damit das Fahrzeug auch mehr Luft bekommt. Weil wir haben hier einen Hochdrehzahlmotor, der viel Leistung hat und der braucht die Luft auch. An der Seite die Kotflügel, die sind 25 mm breiter als der normale E60 und wir haben hier die sogenannten Kiemen. Daran erkennt man den M5 auch. An den Spiegeln. Im Heckbereich haben wir zum Beispiel die Spoilerlippe, die optional wählbar war. War nicht bei jedem E60 M5 drauf. Die Heckschürze zum Beispiel hat eine Funktion. Und zwar die Luft, die unter dem Auto durchgeführt wird, wird hier nochmal ausgeführt. Und das sorgt auch für Downforce bei dem Fahrzeug. Außerdem erkennt man, wir haben hier eine 4-Rohr-Abgasanlage. Hier ist jetzt eine Abgasanlage drauf, die vom Besitzer gemacht wurde. Zu den Klang kommen wir später. Bei der Heckschürze zum Beispiel auch, was ich erwähnen muss, das sieht vielleicht so aus, als würde da was fehlen, zum Beispiel im Gitter, aber das ist nicht der Fall. Serienmäßig sieht das wirklich so aus. Ich zeige euch jetzt schon mal das Wichtigste vom Auto und das ist der Motor. Also, wir haben hier einen 5 Liter V10 mit 40 Ventilen, der sogenannte S85B50. Wir haben eine Leistung von 507 PS und 520 Newtonmeter Drehmoment. Das Fahrzeug hat eine erhobene Drehzahl und der regelt erst bei 8250 Umdrehungen ab. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h abgeriegelt und wenn er offen ist, schafft das Fahrzeug auch 305 km/h. Wir beschleunigen von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden und von 0 auf 200 in 13,9 Sekunden. Also wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Wir haben einen Verbrauch von 15 Liter im Durchschnitt und wenn man dem dann auch die Spuren gibt, dann sind wir ungefähr bei 20 Litern. Okay, wir sind jetzt im Innenraum vom Fahrzeug. Was ist anders wie beim normalen E60? Fangen wir an mit dem Tacho, der geht bis 330 und bei den M-Modellen ist zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung nicht rot wie beim normalen BMW, hier ist die zum Beispiel weiß, bei den M-Modellen ist das einfach so. Und wir haben hier ein sequenzielles Getriebe, das SMG-Getriebe, das ist schon das SMG2 und dazu kommen wir später nochmal und erzählen euch mehr darüber. Am Lenkrad, was auffällt, wir haben eine M-Taste. Im normalen Betrieb fährt das Fahrzeug mit 400 PS. Wenn man die M-Taste drückt, ruft man dann die volle Leistung auf, also die ganzen 507 PS. Und den Unterschied merkt man auch, auf jeden Fall gewaltig. Wir sprechen jetzt mal über die äußerlichen Veränderungen und holen dann jetzt mal den Besitzer ins Video, und zwar den Remy. Alles gut? Hallo. Hallo. So, erzähl uns mal ein bisschen, was du an dem Fahrzeug verändert hast. Wir können ja mal so drumherum gehen. Du kannst mal grob erzählen, was wir an dem Auto verändert haben. Ja, ich finde das Fahrzeug im Serienzustand finde ich das relativ hoch. Da passt die ganze Optik nicht so zusammen, deswegen habe ich mich informiert, was ich da fahrwerktechnisch ändern könnte. Ein ganzes Fahrwerk bekommt man nur von KW, das ist dann die Variante 3. Okay. Und wenn man die Variante 3 benutzt, allerdings ist ein Gewindefahrwerk, dann fällt die EDC weg, also elektrische Dämpfer-Control fällt dann weg. Darauf wolltest du nicht verzichten. Genau, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut bei diesem Fahrzeug. Das merkt man auch beim Fahren, wenn man das anschaltet, was für einen Unterschied das vom Fahrverhalten her ausmacht. Deswegen habe ich auf die H&R-Federn zurückgegriffen. Das müsste 35-35 sein, also Vorderachse, Hinterachse. Der ist echt gut runtergekommen. Ansonsten ist das meiner Meinung nach mit einer der einzigen M, die vom Werk aus sehr, sehr leise sind, vom Sound her, obwohl es der V10 ist. Obwohl der eigentlich am meisten Musik machen müsste, ist er vom Werk aus wirklich relativ leise. Also hast du was am Auspuff gemacht? Genau, da ist eine Edelstahl-Sportauspuffanlage drunter mit Klappenfunktion. Bist du selber zufrieden mit dem Klang jetzt im Nachhinein? Ich bin sehr zufrieden, weil mir ging es in erster Linie darum, ich wollte Klang haben, nicht Lautstärke. Also bei dem Fahrzeug ist, wenn man am Auspuff was verändert, hat man eine enorme Lautstärke, aber der Klang, ja, das schreit ein bisschen. Wenn man möchte, V10, man kann da so viel rausholen, aber dann ist das ja wirklich nicht mehr schön. Genau. Wie du schon sagst, es kommt ja nicht auf die Lautstärke an, sondern einen schönen Klang.
Man macht dann auch vieles kaputt, indem man ja einfach sagt, guck mal, ich mache da jetzt einen Endstoff drunter und das Ding soll einfach nur schreien. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann noch Spaß macht, damit dann auch noch rumzufahren. Also aktuell, alles was über 5.000, 6.000 Umdrehungen ist, da wird der Gefühl leiser. Also ja. Man kann auch, das Fahrzeug ist aber auch unheimlich gut gedämmt. Ne? Dadurch, dass es eigentlich halt eine Limousine ist, ne? ist die Dämmung dementsprechend. Und in dem Fahrzeug kriegt man eigentlich gar nicht so viel davon mit. Also auch wenn die Fenster zu sind, ist das jetzt keine unangenehme Reisegeschwindigkeit, auch nicht bei einer längeren Fahrt oder so. Okay. Und die Auspuffrohre habe ich extra so gewählt, also halt im dezenteren Stil, ja. Weil original sind die Auspuffrohre rund. Genau. Sieht aber auch irgendwie meiner Meinung nach, nach meinem Geschmack, ja, aber das trifft es besser, meiner Meinung nach, also passt ein bisschen besser. Jetzt sag mir mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für einen E60 M5 entschieden hast? Ich weiß, dass du so ein Typ bist, der sowieso auf BMW steht und auch auf M-Modelle, aber das war ja dann wirklich mal was, wo du, da muss man sich erstmal auch trauen, weil man hört auch viel Schlechtes über das Fahrzeug. Darüber kannst du ja mal ein bisschen was erzählen. So, was waren die Sachen, wo du dir so einen Ansporn gegeben hast und gesagt hast, ich hol mir jetzt ein? So Sachen. Also ich bin einmal vor Jahren mal in einem E60 M5 als Beifahrer mitgefahren. Ja. Und da hat der Fahrer ein bisschen beschleunigt und das hat mich direkt gefesselt. Also mir ging es primär um den Motor, also mir ging es primär um den V10. Ja. Der E60 an sich ist jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht meine Traumkarosserie. Mhm. Aber wenn man den Motor wählt, hat man ja nur die Auswahl zwischen dem 6er oder dem 5er. Ja, und ja. Ich finde, der 6er, die erste Baureihe, das hat auch was. Ja, aber das Heck ist meiner Meinung nach ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weiß, der gefällt ja. Der kommt wuchtiger rüber. Genau, da gefällt der mir besser. Und da sind viele Jahre drauf vergangen. Ja. Und ich habe zwischendurch immer mal geguckt. Und ich habe das Fahrzeug eigentlich wirklich aus Zufall gesehen und bin auch nicht dahin gefahren, um das Fahrzeug zu kaufen, sondern ich bin einfach mal dahin gefahren, um zu gucken. Also wolltest du ja eigentlich gar keinen kaufen? Nein, ich wollte mir eigentlich keinen kaufen. Ne? Okay. Sehr, sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich bin glücklich, dass ich das Auto gekauft habe. Allerdings bin ich ein Mensch, der bis die ganze E-Geschichte anfängt, noch so viel BMW wie möglich. Ja. Genau, ich möchte gerne tauschen. Könnte ich den behalten? Also wäre das im Rahmen meines Budgets, würde ich den natürlich behalten und sagen, der bleibt. Aber ich denke, wenn man in den Preiskategorien hobbymäßig unterwegs ist, ist das natürlich schwierig, so ein Budget noch auf Seite zu haben, dass man sagt, ich hole jetzt noch einen zusätzlichen oder noch einen anderen, zweiten, dritten. Okay. Das ist leider nicht drin. Man muss ganz genau schauen, was man kauft. Im Markt sind unheimlich viele Importe unterwegs. Ich will keinen Import schlecht reden. Nee, also nicht um Gottes Willen. Aber es sind echt viele unterwegs und man muss wirklich aufpassen, weil man die Historie dann einfach nicht mehr kennt, weißt du? Genau. Und ich glaube, was bei diesem Fahrzeug sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise A und O, ist die Wartung, Checkheft gepflegt. Wirklich, ganz genau. Dass das Fahrzeug Checkheft gepflegt ist und nach Möglichkeit auch bei vernünftigen Werkstätten jetzt nicht, weiß ich nicht, Punkt, 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 Carwash um die Ecke, sondern sollten schon richtige Werkstätten sein und die Wartung sollte regelmäßig sein. Wie ist das? Wie ist so das Fahrerlebnis für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, beschleunigungstechnisch finde ich das Auto vom Stand aus Richtung 100 finde ich es nicht atemberaubend. Also das Fahrzeug ist zügig, aber es ist jetzt nicht so, als würde einem der Atem stocken. Aber was nach 100 kommt, ist unbeschreiblich. Also ich finde, das Fahrzeug fühlt sich eher im oberen Drehzahlbereich, jenseits der Geschwindigkeit von 100, fühlt sich das Fahrzeug wohl. Ich glaube, da ist das Auto auch zu Hause. Das ist die Spielwiese von diesem Fahrzeug. Ja. Wenn man dann so fährt, ich bin kein Raser, ich mag es, die Leistung ab und zu mal abzurufen, aber was ich dann halt schnell festgestellt habe, ist, dass der in dem Drehzahlbereich und in dem Geschwindigkeitsbereich ist der schon sehr durstig. Okay. Also das geht schon sehr in die Spritkosten. Und da gibt es noch eine witzige Anekdote, bin vorher immer nur M-Modelle gefahren, ältere M-Modelle, E36 zum Beispiel. Ja. Und als ich das Fahrzeug das erste Mal gefahren bin, da war ich unterwegs und habe auch ein bisschen Gas gegeben und habe mir so gedacht, okay, das ist gut, aber es ist nicht so übertrieben, wie es überall gehypt wird. Ja. Und auf dem Lenkrad ist ja der M-Knopf. Und ich dachte, ich glaube, ich habe es dir schon erzählt, ich dachte, dieser Knopf steht für Memory. Okay. Radio irgendwas. Wenn man es vorher nicht weiß und so. Genau, sowas, ne? Bis mein Bruder mir gesagt hat, du musst auch den M-Kopf drücken, damit die volle Leistung da ist. Ne? Das Fahrzeug macht unheimlich viel Spaß. Allerdings ist der Motor auch
sehr anfällig. Wo du darüber gerade sprichst, wenn jetzt jemand sich entscheiden würde, so ein Auto zu kaufen, so ein Fahrzeug, ob es jetzt der M5 oder der M6 ist, auf jeden Fall mit dem Motor, mit dem Getriebe. Worauf sollte man achten? Was würdest du der Person raten? Weil du hast ja jetzt auch was dazugelernt, Gott sei Dank, ne? An dem Auto ist nichts dran, aber wenn man sich einkaufen sollte, weil man hört echt viel Schlechtes, man hört viele über das Getriebe, viel über den Motor, so. Was kannst du uns darüber erzählen? Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist bei dem Fahrzeug halt das bekannte Thema Lagerschalen. Obwohl bei Lagerschalen kann man meiner Meinung nach auch keine pauschale Aussage treffen, in welchem Kilometerzeitraum die gewechselt werden müssen. Ja. Das ist vom Fahrerprofil meiner Meinung nach her abhängig. Auf jeden Fall. Genau, der eine steigt ein und gibt dem die Sporen, der andere fährt eher ruhiger, ja, ne, und ruft die Leistung ab und zu mal ab. Aber ich denke, bei einer Laufleistung von 100.000, 120.000 sollten präventiv die Lagerschalen gewechselt werden. Sicherheitshalber, genau. Vorsorglich auf jeden Fall. Falls das nicht im Checkheft eingetragen ist oder falls man die Info irgendwie nicht kriegt, ob das schon gemacht wurde, ja, kann man das ja an diesem Öltest machen. Da gibt es ja auch mehrere Videos in YouTube, ja, dass man guckt, wie viel Abdruck im Öl ist. Ich bin da auch kein Spezialist, aber denke... Aber man kann sich schlau machen im Internet darüber. Ja. Durch die Videos und durch die Leute, die halt Erfahrung gesammelt haben, kann man sich im Vorhinein erstmal wirklich darüber schlau machen. Auf jeden Fall, das ist schon mal gut, weil man, wenn man jetzt blind so ein Fahrzeug kauft und überhaupt gar keine Ahnung hat, ne, dann steht man wirklich da und es passiert irgendwas und du weißt erstmal nicht mehr weiter und sagst, was ist denn hier los, sowas. Aber ehrlich gesagt, als Einsteiger würde ich mir kein M5 E60 anschaffen. Also würdest du nicht empfehlen für einen Einsteiger. Man muss auf jeden Fall Background. Nein, man sollte schon ein bisschen ein technisches Verständnis haben. Man sollte auch vielleicht ein bisschen sich mit dem Motor auseinandergesetzt haben. Da ist zum Beispiel noch das Thema Warnungshochdruckleitung. Nach meiner Info gibt es da zwei Leitungen, einmal eine außenliegende, einmal eine innenliegende. Ja. Die werden halt mit der Zeit, werden die das Material schwächt ab. Genau, und dann, das ist so eine Stahlleitung, glaube ich. Ja. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber die brechen dann und dann hast du halt Ölverlust oder dementsprechend in der innenliegenden, glaube ich, hast du dann keinen Öldruck mehr und dann kannst du halt schnell einen Motorschaden holen. Ja, ja. Kannst du uns was über die Warnungseinheit erzählen? Da hört man auch was drüber. Allgemein bei BMW sind die Warnungseinheiten ja anfällig. Ich weiß zum Beispiel, bei anderen BMWs gibt es aus Amerika den Hersteller hier dieses Bison-Systems. Die verkaufen diese Teflon-Ringe, sind das glaube ich, Warnungsringe. Ja. Damit kann man die Warnungs überholen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt für den S85 auch schon gibt. Ja. Aber die Warnungs kann man... Ja, man kann sagen, die ist auch anfällig bei dem Auto. Mhm. Und dann die Stellmotoren von den Drosselklappen. Ja. Beim Schaltvorgang, wenn man runterschaltet, ich glaube, ab einer bestimmten Drehzahl macht er das. Wenn die Drehzahl zu niedrig ist und du runterschaltest, gibt er nochmal so einen Gasstoß. Darüber habe ich mich auch informiert, das aber nur, wenn du die M-Taste drückst. Da sind die Drosselklappen, glaube ich, stehen dann nochmal anders oder sind schärfer programmiert. Der macht das aber auch im normalen Fahrbetrieb, wenn du einfach nur unter einer bestimmten Drehzahl bist, ja, und runterschaltest. Ja, ja. Damit der halt nochmal, glaube ich, die Drehzahl hochzieht, ja, um im niedrigeren Gang in einer höheren Drehzahl zu sein. Ja. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber diese Zahnräder von den Stellmotoren sind aus Plastik, okay, und die sollen halt mit der Zeit verschleißen. Und theoretisch könnte man wohl nur die Zahnräder austauschen, allerdings bietet BMW diese Zahnräder nicht einzeln an, okay, sondern nur die ganze Einheit. Und das geht dann halt auch unheimlich ins Geld. Auf, ne, jeden Fall. Alles an dem Fahrzeug, wenn was dran, ja, ist, geht ins Geld. Öl, 10W60, Castrol. Ja. Ansonsten, ja, wir haben jetzt alle Filter gewechselt, Öl gewechselt. Und dann war eigentlich auch gut. Ne? Man muss halt gucken, wo da der Bedarf besteht. Ob der Motor irgendwo leckt, also Öl verliert oder sonst irgendwas. War zum Glück bei dem nicht so der Fall. Das ist mein Innenraum und... Quatschen wir mal über das Getriebe, weil das ist auch sehr interessant. Okay, Remy, erzähl uns mal ein bisschen was über das Ding hier. Und zwar, was ist das und was ist die Funktion und alles drum und dran? Weil darüber hört man auch sehr viel. Ist ja eine ganz andere Technik. Genau, das Fahrzeug hat ja ein SMG-Getriebe. Das ist ein 7-Gang-SMG-Getriebe. Man muss sich das vorstellen, da ist halt noch ein ganz normales Getriebe und auch eine Kupplung vorhanden, wie beim, ja, Schaltwagen. Also, ja, es ist jetzt keine Wandlerautomatik oder so. Und wenn man, ich muss sagen, das Rangieren mit dem, okay, Fahrzeug ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du, wie gesagt, du hast halt nicht wie beim Automatik, dass du Gas gibst und das Fahrzeug reagiert direkt, sondern... Also der rollt nicht von selber an, nee, der nimmt du erst hast Gas ja diesen, an. Genau, der, ja, Schleifpunkt von der Kupplung ist schon spürbar. Okay, okay. Ansonsten, bei der Fahrt ist das eigentlich relativ angenehm. Bei dem Fahrzeug kann man das halt einstellen, wenn der ganz rechts rüber steht,
und eine 1 vor der im Tacho erscheint, dann also bist du mit den Pedals. Nein, dann bist du im normalen Automatikmodus. Okay, okay. Und dann kannst du noch mal einmal ganz nach rechts rüber drücken und dann bist du mit den Pedals unterwegs. Ja. Der Unterschied ist halt, du kannst hier auch bei, also du kannst die Drehzahl unheimlich hochhalten. Ne? Das ist nicht so, dass der automatisch schaltet, okay, sondern wenn du runterschaltest zum Beispiel, kannst du auch in eine Drehzahl von 7500 Umdrehungen reingehen. Das ist schon heftig. Ja, und das erlaubt halt dann auch dadurch dieses sportliche Fahren. Überleg mal, das Ding dreht hoch bis 8200 Umdrehungen. Ja. Das ist schon heftig auf jeden Fall. Das ist beeindruckend. Und was halt... kann man einstellen aber auch, ne? Genau, Schaltgeschwindigkeit kann man einstellen. Das ist fünfstufig oder sechsstufig, glaube ich. Ja. Ich persönlich beim normalen Fahren, also im Stadtverkehr, habe ich auf der Mittlastenstufe und schalte selber mit den Pedals. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es so ist, kann man ja auch gerne mal kommentieren, aber ich habe mich im Netz ein bisschen belesen und die Leute, die schon lange Fahrerfahrung mit diesem Getriebe haben, haben halt gesagt, dass das die schonendste Fahrweise für dieses Getriebe ist. Wie läuft das dann ab, wenn du auf höchster Stufe fährst? Schaltet der dann schneller oder aggressiver? Beides. Beides, okay. Beides, ja. Und genau, das war's mit den Schaltstufen. Und was ich noch erlesen habe, dass man am besten unter Volllast nicht schalten soll. Also man kann selber schalten, aber man sollte das Gaspedal nicht durchgedrückt halten. Also man sollte ein bisschen. Muss man dann aber auch Gefühl entwickeln. Genau, das kommt ja dann. Das ist alles, glaube ich, Übung. Ich weiß, vielleicht ist es auch nur Erzählung, aber ich denke schon, dass die ganze Getriebeeinheit wird schon sehr gefordert von dem Motor. Mhm. Aber es macht Spaß zu fahren. Es ist, also wenn man beschleunigt mit dem SMG-Getriebe bei den Schaltvorgängen, ich sage immer zu meinem Bruder, ich fühle mich immer so ein bisschen so, als würde einer hinten gegen den Sitz treten von der Rückbank aus. Das Gefühl hatte ich auch, wo ich mit dir mitgefahren bin, das stimmt allerdings. Mhm. Also das Fahrgefühl ist wirklich ein ganz eigenes. Leider ist das SMG-Getriebe vom BMW, also das ist meine Erfahrung, es ist sehr anfällig. Das erste war ja schon anfällig. Ja. Das zweite soll ja auch schon ein bisschen anfällig sein. So, ne? Das Gute ist, man kriegt für diese SMG-Getriebe, kriegt man mittlerweile die einzelnen Komponenten von verschiedenen Herstellern auch für einen relativ überschaubaren Preis. Ja. Wenn man die ganze Einheit auswechseln muss, weiß ich nicht, wie teuer das ist, aber das ist bestimmt sehr, sehr teuer. Aber zum Beispiel so Geschichten wie Druckspeicher, Aktuator etc. Im E46 M3 hatten die das ja auch, dann haben die das aber auch irgendwann wieder abgeschafft und sind auf DSG gegangen. Ne? Ja. Die Konkurrenten alle auch natürlich, aber das ist ja Rennsport pur. Also ich glaube, für die aktuellen Fahrzeuge, so wie so ein aktueller M4, da ist dieses DKG, glaube ich, richtig am Platz. Ja. Allein schon nur wegen der ganzen aktuellen Technik und des Fahrzeugs. Aber ich glaube, in einem E60 M5 gehört das SMG-Getriebe rein. Den gab es ja in Amerika mit einer kleinen Stückzahl auch als Schalter. Ne? Sollen extrem beliebt sein, aber die gab es nur in Amerika. Was ja auch sehr seltsam ist, dass in Amerika Schalter angeboten werden und in Deutschland nicht. Das war ja so der Fall. Ich habe hier in Deutschland einen kennengelernt, von dem ich meinen Auspuff abgekauft habe. Der hat einen E60 M5 Schalter. Und? Der erste Schalter, den ich in meinem Leben gesehen habe als E60 M5, er hat den selber auch importieren lassen. Der ist zum Beispiel sehr glücklich damit, aber so, das ist halt eine reine Driftmaschine. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der als Schalter schon extrem geil ist. Ich weiß gar nicht, wie das da mit der Traktionskontrolle geregelt ist. Also, aber das soll das Getriebe vom 550 sein. Ja, das habe ich auch gehört, dass das so sein soll. Remy, wenn man sich jetzt einen M5 kaufen möchte, wo muss man da preislich einsteigen? Die Preise schwanken ja enorm, aber wie viel Geld sollte man in die Hand nehmen, wo man sagt, okay, da kannst du jetzt mit einsteigen und du hast relativ deine Ruhe? Also ich denke, einsteigen kann man mit 20.000 Euro. Ich denke, bei 20.000 Euro muss man aber in Kauf nehmen, dass man noch ein paar tausend Euro investiert. Ja. Ich glaube, wenn man ein sicheres Fahrzeug, also wenn man ein Checkheft gepflegtes Fahrzeug haben will, so bei einer Laufleistung bis 150.000, denke ich, ist man so bei 25.000 Euro. Okay. Wie gesagt, ich würde empfehlen EU, ne, beziehungsweise deutsche Auslieferung. Ja, ja. Wie gesagt, nichts gegen Importfahrzeuge, ist einfach persönliche Erfahrung, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch über Bekannte. Ich habe auch viel gehört auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich will auch keinen Import schlecht reden und so. Man kann auch viel Glück haben, aber es ist immer eine Überraschung, auf jeden Fall. Import ist immer eine Überraschung, gerade bei M-Modellen oder AMG-Modellen. Man weiß nicht wirklich, wie behandeln die Fahrzeuge da, oder? Genau.
Und ich denke, für 25.000 Euro oder in dem Budget von 25.000 Euro ist das eins der spektakulärsten Fahrzeuge, die man sich kaufen oder fahren kann, weil wirklich Fahrspaß und Fahrfeeling ist enorm. Die Karosse ist natürlich groß, ne? Eine Dreierkarosse lässt sich besser handeln, aber das Auto macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ich kann es nur weiterempfehlen und der Motor ist eine Welt für sich. Ne? Das ist, ich glaube, da gibt es ja auch viele, die V10 begeistert sind, ne? Und das ist wirklich, also mich beeindruckt das. Okay, ich bedanke mich bei dir. Danke, gerne, dass du Zeit gefunden hast. Ja, ich danke euch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Abonniert den Kanal, bleibt dran, checkt die neuen Videos ab in Zukunft. Für euch gibt es auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal Sound. Haut rein.